Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid bei mir in der Werkstatt. Heute nicht in der Werkstatt, sondern bei mir vom Pool. Heute möchte ich gerne meinen Chlorinator in Betrieb nehmen. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, los geht's nach dem Intro. Hier habe ich jetzt mal das komplette Zubehör aufgebaut, was jetzt bei dem Teil dabei ist. Wir haben hier einen Anschlussschlauch, der an die Pumpe geht, ein Adapterstück vom Schlauch auf ein 32er Schlauchsystem. Hier haben wir den Adapter von einmal für ein 32er Schlauchsystem und einmal für ein 38 mm Schlauchsystem. Die Verschraubungsmutter für diesen Adapter, zwei Verschlussstopfen für den Winter, eine Anschlussklemme, Teststreifen, um zu sehen, was wir für einen pH-Wert, Chlor und so weiter im Pool aktuell haben und diverse Bedienungsanleitungen für den Chlorinator und das Gerät an sich selbst. Ich würde sagen, ich schalte die Poolpumpe mal aus und dann montieren wir den Chlorinator. Da hinten ist der Skimmer, den werde ich zumachen und auf der Seite da hinten den Einlauf dann werde ich jetzt zumachen, damit mir kein Wasser aus dem Pool läuft. So, jetzt die Schelle aufmachen. Um jetzt hier diesen Anschlussschlauch, der bei dem Chlorinator dabei ist, vernünftig befestigen zu können, habe ich mir einfach einen Adapter gedruckt. Das heißt, ich kriege hier habe ich das Gewinde, welches in die Pumpe passt. Und hier habe ich ein Gewinde mit einem Flansch für das Gegenstück am Schlauch. Um das Ganze jetzt dicht zu kriegen, wickeln wir hier Teflonband drum. Nee, wickeln wir nicht, weil das Teflonband ist leer. Ich hole mal schnell eine frische Rolle. So, Teflonband aufs Gewinde drauflegen, mit dem Finger festhalten, einmal drum, sodass wir schön eine Spannung bekommen. Und jetzt immer mehrere Lagen hier drum wickeln, damit wir eine schöne Dichtwirkung erzielen und dabei achten, dass das Teflonband immer schön ein bisschen auf Spannung gehalten wird und am besten nach hinten hin, also zum Ende vom Gewinde hin, immer ein bisschen dicker werden, damit es beim Reindrehen abdichtet und darauf achten, immer im Uhrzeigersinn drehen.
So, jetzt können wir das reindrehen. Und man merkt, je weiter man das Gewinde reindreht, umso fester und mehr Kraft braucht man, um das reinzudrehen. Gut, das war Schritt Nummer 1. Als nächstes dann Globinator. Kabel ist jetzt erstmal, soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Dann nehmen wir uns diesen Adapter. Schieben wir da drauf. So, Adapter drauf schieben. Dabei wichtig, hier ist ein Gummi, dass der Gummi nicht aus dieser Nut rausgeschoben wird, wenn man den Schlauch hier drauf macht. Also vorsichtig drüber schieben und dann einfach die Schelle festziehen. Gut. Eine Seite haben wir fertig, dann machen wir hier hinten alles hier sieht. Hier ist ein Klebestreifen dran, damit die Dichtung uns nicht abhaut. Die machen wir runter, die Klebestreifen. Und versuchen sie von den Fingern zu kriegen. Und dann wird das Ganze handfest angezogen. Das reicht. Ja, das, damit die Dichtung soll ja das dicht machen und nicht brachiale Gewalt, sage ich jetzt mal. So, und dann kommt noch der zweite Punkt. Selbe wieder. Klebeband weg und Schlauch anschließen. So, das andere kommt dann hier. Zack, da brauchen wir noch eine Dichtung. Das ist jetzt eine Dichtung, die habe ich mir selber gemacht. Das ist die kriegt man in jedem Baumarkt zu kaufen. Das ist eine quasi eine Dichtung für einen Spülkasten. Die hat einen Außendurchmesser von 58 mm und ein Originalloch von 35 mm. Ich habe dann einfach mit einer kleinen Schere den Innendurchmesser vergrößert. Mit den 58 mm passt die Dichtung nämlich hier perfekt rein. Und jetzt kann man das einfach nehmen und draufdrehen. So, das war eigentlich schon der Anschluss. Jetzt können wir die Pumpe wieder einschalten und wichtig, bevor wir jetzt den Chlorinator einschalten, sollte die Pumpe mindestens eine Viertelstunde vorher laufen und
wenn der Chlorvorgang abgeschlossen ist, sollte die Pumpe mindestens auch 30 Minuten nachlaufen. Gut, dann, ach ja, und damit es überhaupt funktioniert, muss ins Poolwasser Salz rein. Das heißt, es ist ganz normales Meersalz, sage ich jetzt mal, ja. Kriegt man in jedem Poolhandel oder wie auch immer. Das Poolsalz, was ich verwendet habe, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr sehen, wie viel es ist. Man braucht für diesen Chlorinator pro Liter Poolwasser 3 Gramm Salz. Das heißt, ich habe jetzt hier bei mir 7200 Liter Wasser drin, entsprechend dann 21 irgendwas Kilo an Salz. Ich habe jetzt erstmal gestern Abend 20 Kilo Salz in den Pool gegeben, um zum einen zu sehen, dass das Salz sich sauber auflöst schon mal. Das ist jetzt, wenn jetzt heute der Chlorinator in Betrieb genommen wird, dass das alles funktioniert. Und dann würde ich sagen, wir schalten jetzt die Pumpe mal ein und dann geht's weiter, dann erkläre ich euch, lasst die Pumpe laufen. In der Zeit kann ich euch noch das Display und die Bedienung erklären und ein bisschen was darüber erzählen. So, jetzt nehme ich euch gerade mal mit da hinten rein. Dann gucken wir mal, ob man das richtig sieht. Und zwar kann man hier schön sehen, hier haben wir einmal den Einlauf. Und auf der anderen Seite den Auslauf. Hier sieht man schön die beiden Elektrolyseeinheiten. Die sind dafür da, um aus dem Salz, das sich jetzt hier im Poolwasser befindet, eben Chlor generieren zu können. Dann beschäftigen wir uns einfach mal mit der ganzen Display-Geschichte. Wir haben hier eine LED, die uns anzeigt, wenn Chlor generiert wird und wenn kein Chlor generiert wird. Hier haben wir die LED für die Boost-Funktion. Boost-Funktion heißt einfach, es wird nicht mehr Chlor generiert, sondern einfach der Chlorvorgang läuft einfach länger, ja, um wirklich am Anfang, wenn man jetzt wirklich den Chlorinator am Anfang in den Pool reingibt und man hat noch kein Chlor drin, damit man den Grundgehalt, quasi den Chlorgehalt vom Wasser definitiv oder richtig hoch pushen kann. Dann haben wir hier die LED, das ist diese sogenannte Sleep-LED, heißt einfach nichts anderes als das Salzwassersystem ist in Bereitschaft. Ja. Dann haben wir hier eine LED, die uns eine Warnung anzeigt, wenn der Pumpenfluss nicht mehr ausreicht, also wenn eure Pumpe einfach zu schwach ist, um genügend durch den Chlorinator zu drücken. Das heißt, wir brauchen für den Chlorinator braucht man eine Pumpe, die mindestens 700 Liter die Stunde schafft. Dann haben wir die nächste LED, die ist die geht an, wenn im Wasser zu wenig Salz ist. Wenn die angeht, heißt einfach schlicht und ergreifend, man kippt noch ein bisschen Salz nach und guckt so lange, bis die LED ausgeht. Dann haben wir die LED für zu viel Salz. Zu viel Salz lässt sich lösen, einfach nur indem leider Wasser abgelassen werden muss. Ja, anders bekommt man das Salz nicht mehr aus dem Wasser raus. Diese Service-LED
sagt schlicht und ergreifend, wenn irgendwas mit dem Gerät nicht stimmen sollte. Keine Ahnung, der Strom ist nicht ausreichend oder Pumpenleistung zu gering oder keine Ahnung, irgendwas. Also irgendwas, wenn diese Leuchte angeht, am besten kurz mit dem Service Rücksprache halten. Dann kommen wir zu den nächsten Punkten. Das ist die Sicherungstaste, dass die Einstellungen nicht unabsichtlich verstellt werden. Dann haben wir hier die Boost-Taste, heißt, wir stellen das eben ein, wenn wir den Chlorinator als erstes nach der Erstbefüllung im Pool anschalten. Hier stellen wir die Zeit ein, die wir brauchen, um eben eine vernünftige Chlorgenerierung gewährleisten zu können. Und diese Taste ist eine sehr, sehr wichtige Taste. Diese Taste ist dafür da, um die Elektroden, die das Chlor generieren, zu säubern. Das sollte man recht regelmäßig machen, um die Elektroden, die da verbaut sind, nicht zu beschädigen. Denn die sind nicht unbedingt günstig, wenn man sich die als Ersatzteil besorgen müsste. So, jetzt gucken wir mal. Die 15 Minuten sind mittlerweile auch vorbei. Das heißt, wir schließen dann einfach mal unseren Chlorinator an den Strom an. Das Kabel verlege ich dann natürlich noch ein bisschen besser. So, jetzt kann man schön sehen, beim ersten Mal einschalten piepst das Gerät. Jetzt können wir den einschalten. Beim ersten Einschalten blinkt, ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann, ja, die blinkt die 0. So, jetzt können wir die Zeit einstellen. Die Zeiteinstellung richtet sich natürlich jetzt auch wieder nach der entsprechenden Temperatur, die wir haben. Ja. Wenn es etwas kühler ist, brauchen wir weniger, eine kürzere Laufzeit. Und wenn es heißer ist, müssen wir eine längere Laufzeit haben. Da wir jetzt aktuell so zwischen 29 und, keine Ahnung, 35 Grad haben, lassen wir am besten 4 Stunden laufen. So, wir haben jetzt die Uhrzeit eingestellt. Und in dem Moment, wir drücken jetzt hier auf Lock, der piepst. Die Working LED sollte jetzt blinken. Und wenn sie dauerhaft leuchtet, heißt es, unser Chlorgenerator ist aktiv. So, jetzt mache ich mal da hinten ein bisschen das Kabel zur Seite und dann packe ich euch einfach mal da hinten hin und dann kann man das so ein bisschen hoffentlich sehen. Wenn man jetzt da genau rein sieht, kann man, wir machen das auch mal ein bisschen zur Seite. So, wenn man das jetzt genau sieht, ja, sieht man jetzt hier, wie dieses Chlor, wie diese Zelle aktiv ist, ja, um eben unser Chlor zu generieren. Wenn man diesen Chlorinator an eine Zeitschaltuhr hängen möchte, ist gut zu wissen, dass er sich die Einstellungen, die wir jetzt getätigt haben, merkt. Sprich, man kann jetzt die Pumpe und den Chlorinator mit 2 verschiedenen Zeitschaltuhren einschalten. Das heißt, Pumpe einschalten und 15 Minuten später den Chlorinator einschalten und im umgekehrten Fall Chlorinator ausschalten
und 30 Minuten später die Zirkulationspumpe ebenfalls ausschalten. Ja. So, der Chlorinator läuft jetzt, macht jetzt seine Arbeit, das so wie er soll. Und jetzt kommen noch ein paar wichtige Infos, bevor es mit dem Chlorinator überhaupt losgeht. Wie gesagt, erster Punkt ist den pH-Wert vom Pool überprüfen. Der sollte, damit der Chlorinator sauber und vernünftig laufen kann, bei ungefähr 7,1, 7,2 eingestellt sein. Dann der nächste Punkt ist das Salz. Es kommt, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir brauchen für den Chlorinator Natriumchlorid, und zwar kein Kochsalz, wie man es jetzt im Laden kaufen könnte. Ne? Wir brauchen Kochsalz, also Natriumchlorid, was eine sehr hohe Reinheit hat. Also wir brauchen ein Salz von ungefähr 99%iger Reinheit, damit da keine Verunreinigungen oder Fluorid oder was auch immer, welche Zusätze wir in dem normalen Salz im Laden hätten, Verwendung finden. Das kommt also rein. Wie vorhin schon gesagt, pro Liter Poolwasser 3 Gramm Natriumchlorid. Das heißt, man gibt das Salz ungefähr 24 Stunden, bevor man den Chlorinator einschaltet, in den Pool und lässt es auflösen. Am besten nimmt man dann zusätzlich noch eine Poolreinigungsbürste und wirbelt das Salz auf, damit es sich noch mal ein bisschen besser auflösen kann. Und wenn man wirklich dann sieht, okay, je nachdem, das muss nicht heißen, dass das 24 Stunden dauert. Das kommt jetzt natürlich auch auf eure Pumpe drauf an. Ja. Wenn ihr eine sehr leistungsstarke Pumpe habt, ja, dann kann es sein, dass das Salz in 5 oder 6 Stunden aufgelöst ist. Wie gesagt, ungefähr 24 Stunden, da ist man wirklich auf der sicheren Seite, um sagen zu können, das Salz ist definitiv aufgelöst. Ach ja, der Chlorinator hat auf der Rückseite 2 Befestigungslöcher zum Festschrauben. Ich würde den Chlorinator zumindest mit einer Schraube befestigen, damit er nicht hin und her rutschen kann, eventuell ein Schlauch abgeht oder sonstiges und euch der Pool leer läuft. Ja. Ich werde ihn jetzt noch mit einer Schraube fixieren, damit da definitiv nichts passieren kann. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch den Chlorinator ein bisschen näher erklären, wie das mit diesem Salzwassersystem funktioniert, was zu beachten ist, wie der Anschluss funktioniert und so weiter und so fort. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei mir hier in der Werkstatt oder im Garten weitergeht, was als nächstes hier passiert, am besten abonnieren, Glocke nicht vergessen, so kriegt ihr immer mit, wenn es von mir ein neues Video gibt. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Restwoche und ich springe jetzt eine Runde in den Pool. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Kai.